Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jorge TV. Heute im Talk mit mir, Triathlon-Coach Ludger Rohling. Ja, herzlich willkommen, Ludger. Wie geht's dir? Hallo Jörg, hallo Gemeinde. Mir geht's gut. Es scheint jetzt ausnahmsweise mal die Sonne, wenn ich aus dem Fenster schaue. Man möchte schon wieder fast laufen gehen. Ja, sehr schön. Ich mache mir kurz mal meinen Stream an, falls mir Fragen kommen sollten. Ansonsten würde ich sagen, steigen wir ein, wie mit den anderen Coaches auch. Ich bin neugierig, wie bist du zum Triathlon gekommen und wo war dein erstes Mal? Kannst du dich erinnern? Oh ja, da kann ich mich dran erinnern und wir lachen heute noch drüber. Wir hatten letztens Jubiläum gefeiert, Anfang September, das war in Xanten das erste Mal. Ja, und dazugekommen war eine ganz kuriose Geschichte. Ich hatte früher Rettungsschwimmen gemacht und 2008 habe ich gemerkt, dass ich an so einem Scheideweg bin. Also da waren Weltmeisterschaften in den Altersklassen und da habe ich nochmal ganz gut abgeschnitten und habe gedacht, wenn ich jetzt nochmal richtig nach vorne kommen will, also richtig nach vorne bedeutet Treppchen, muss ich einen immensen Trainingsaufwand leisten und den konnte ich nicht mehr, weil die Schulter nicht mehr so richtig mitmachte. Und gleichzeitig hatte ich so eine Bombenform zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass man jetzt einfach aufhört, sondern irgendwie brauchst du jetzt so eine sportliche Veranstaltung, an der du teilnimmst. Und dann lernte ich jemanden kennen und die hat mich auf Triathlon gebracht. Dann habe ich mich mit Xanten eigentlich angemeldet, wusste nichts mit Raxi-Distanz anzufangen. Ich hatte also keine Ahnung davon und habe einfach mal auf Kurz geklickt. Und habe dann irgendwie erfahren, dass man 1,5 Kilometer schwimmt, 40 Kilometer Rad fährt und 10 Kilometer dann noch läuft. Ja, und habe gedacht, ja, dann machst du das mal. Einfach mal gemacht. Und wie jeder Anfänger erstmal die Fragen gestellt, worauf muss ich achten? Wie sind eigentlich die Regeln? Die gibt es ja wahrscheinlich auch. Dann Bekannten gefragt. Er hat mir erstmal gesagt, dass ich dann mit meinem Stadtrad nicht unbedingt eine Kurzdistanz machen sollte. Hat mir dann sein Rennrad geliehen und tja. So habe ich dann meinen ersten Triathlon bestritten, mit dem geliehenen Rennrad, mit der Badebuchse. Und weil es etwas kühler war, habe ich dann noch ein Sweatshirt drüber gezogen und bin dann so irgendwann mal im letzten Drittel mit den Leuten ins Ziel gekommen. Aber hat Spaß gemacht. Ich bin dann dabei geblieben, habe Feuer gefangen. Naja, Schwimmen auch ohne Neo hat wahrscheinlich geklappt als Rettungsschwimmer. Ja, im Vergleich zu den Triathleten gibt es bei den Rettungsschimmern eine etwas andere Regel. Das heißt, da ist Neo-Einsatz erst erlaubt, wenn die Wassertemperatur unter 16 Grad ist. Also von Okay. daher war man da ein bisschen abgehärtet. Ja, das ist kühl. Ganz ohne Frage. Aber ja, wo war es noch der erste in welcher Triathlon war der erste bei dir? In Xanten. Also Xanten, okay. ist hier im Nee. Ruhrgebiet bzw. Nordrhein-Westfalen sehr bekannt. Da kommen Ja. auch ganz gute Leute hin. Also die haben mir dann schon richtig gezeigt, wo es lang geht. Ne? Beim Schwimmen war ich noch vorne dabei. Ich glaube, ich kam als Achter aus dem Wasser. Und Boah, stark. zu dem Zeitpunkt ja auch schon etwas älter. Und Kraul ist ja auch nicht meine Spezialdisziplin bis dahin gewesen. Ja, und dann sagte mein Sohn, der hatte mich dann auch fotografiert dabei. Und er sagte dann, Papa, du bist als Achter rausgekommen und als um die 40. aus der Wechselzone, weil du dich dann nochmal komplett umgezogen hast. Also Ah, Unterhose an und so, also es war zum Schießen. schön. Ja. Also bei mir war es ein bisschen ähnlich. Ich habe in Köln meinen ersten Triathlon gemacht, Ah. bin auch mit Badehose ins Wasser. Das ist aber Anfang September gewesen. Da war es schon recht frisch. Und ich war, soweit ich mich erinnere, vielleicht drückt die auch, war der Einzige da ohne Neo im Wasser und die haben alle gelacht. Ja, das war Aber ich kann ja auch ganz gut schwimmen, also nicht so gut wie du. Also für eine Weltmeisterschaft in irgendwas hat es nie gereicht, aber ich bin da vorne ganz gut mitgeschwommen. Die haben dann, glaube ich, das Lachen aufgehört. Aber bei mir dann ähnlich, ich habe in der Wechselzone sehr lang gebraucht. Also ich bin dann mit der Badehose durch, ne? Also die habe ich nicht gewechselt, aber ich habe mir halt so ein Radtrikot übergezogen, ich habe mich abgetrocknet und dann habe noch was gegessen und getrunken und habe mal geguckt, was machen die anderen so und dann. Dann waren schon ganz viele weg und dann mit meinem alten Rennrad, das hat halt ewig gedauert. Da haben mich auch ziemlich viele ältere Semester überholt damals, weil ich gedacht habe, ich meine, musste mal mit Training probieren. Ne? Das war halt sehr unzureichend vorbereitet. Ich wusste, ich komme irgendwie an. Ich war dann auch im letzten Drittel irgendwie. Ja, das ist schon eine prägende Erinnerung, aber ich hatte auch, wie du da Feuer gefangen hast, gesagt, das mache ich noch mal richtig. Und so sind wir jetzt hier. Ja, genau. Also genau dies mache ich nochmal richtig. Das ist, glaube ich, so ein
fixierender Punkt. Weil ich sagte, also da hast du dich jetzt heute eigentlich blamiert. Also das musst du aber nochmal besser machen. Da ist noch Potenzial. Geil, wie alt warst du das da? nicht mehr wiederholen. Ja, da war ich da, 47. Ja, 47. 47, da bist du schon Weltmeister in irgendwas gewesen und dann in dem Alter noch so, da hast du dich blamiert. Nein, hast du nicht, Ludger, genauso wenig wie ich. Du hast einen ersten Triathlon gemacht, du bist angekommen, du hast es mit dem Equipment gemacht, was dir zur Verfügung stand und hat Spaß. Ja, sag Das, mal. dieses Blamieren, glaube ich, muss man rausnehmen. Ja, ich sag mal so ein bisschen blamieren vor mir selber, ne? Weil so nach dem Ja, Motto, so das ja, Perfektionist, definitiv. nicht perfekt, aber immer mit dem hohen Anspruch, dass du eine perfekte Leistung abrufst, wenn der Wettkampf ist, ne? Und da habe ich gemerkt, da lief gar nichts, ne? Und beim zweiten Mal, dann bin ich wieder am Start gewesen und habe ich einen Platten gehabt nach 35 Kilometer von Nein. 42. Und habe ich gedacht, das war es jetzt auch nicht. Und jetzt habe ich mitgezählt, 2009 und jetzt kommt 2010. Und das war der Punkt, der mich richtig festgehalten hat. Da bekomme ich einen Anruf von demjenigen, der mich an die Triathlon-Regeln herangebracht hat. Schöne Grüße hier an den Herbert aus Gelsenkirchen, der aber auch für den SV13 startet. Das war von mir auch von der DLRG aus ein Trainingskollege und auch ein Staffelkollege. Und der rief mich im Urlaub an und sagte, Ludger, bei uns ist einer ausgefallen. In der Ligastaffel. Du musst unbedingt da hinkommen und starten. Und ich, Herbert, weißt du, wie schlecht ich bin? Schwimmen kann ich, aber das andere doch nicht. Da sagt er, das macht nichts. Du brauchst nur den Platz belegen und irgendwie ins Ziel kommen, dann bekommen wir Punkte. Wenn du nicht ins Ziel kommst, dann ist halt schlecht. Aber ins Ziel kommst du immer. Du bist eine Kampfsau. Habe ich gesagt, ja, okay, ins Ziel komme ich immer. Also, wenn ich nicht gerade, wie heißt das, das Rad sich aufhängt. Ne? Und dann habe ich daran teilgenommen an dieser Liga und habe total nette Leute kennengelernt. Also so Typen wie Thomas Kawich oder dann auch die Volker und den Frank, die mich da total herzlich aufgenommen haben. Und ich habe denen immer gesagt, als ich so deren Leistung hörte, Mensch, in was für eine Liga fahren die, ne? Ja, Thomas, der hat dann nachher der Ding, glaube ich, auch gewonnen. Der fährt so einen Schnitt auf dem Rad von 40, 41 km/h, ne? Der war weit entfernt von dem, was ich damals konnte. Aber die waren einfach nett zu mir. Und da habe ich gedacht, das kann doch nie wahr sein. Da bleibst du jetzt bei und engagierst dich auch in diesem Verein. Und da fing dann auch langsam meine Tätigkeit an, dass ich mir überlegt habe, ich will einfach ja besser sein und mich in dem Verein engagieren. Und das lief dann so seinen Trott ab. Dann habe ich auch mal ein Trainingslager besucht und in den Trainingslagern, das wurden dann mehrere, ne, habe ich mich dann mehr oder weniger stabilisiert und in dem Verein im SV 13 dann auch so meine Basis gefunden. So lief das ab. Also Und dann das. kam dann auch die Entscheidung, ich will als Trainer mich engagieren. Und die Lehrtätigkeit begleitet dich ja schon ziemlich lange, ne? Ja, seit dem 18. Lebensjahr. Also seitdem ich Trainer sein kann, habe ich irgendwie einen Trainerschein. Also irgendwie in die Wiege gelegt worden. Ich kann Ja. ganz gut mit den Menschen. Also ich bin jetzt nicht so der total empathische und der gefühlsmäßige. Also das sagt bei mir nicht nach. Aber ich kann ganz gut analysieren und finde, glaube ich, immer einen ganz guten Draht zu den Menschen. Und ich glaube, so, wir sagen auch mal, zu mir kann man Vertrauen haben. Man darf viel hinterfragen bei mir von dem, was ich sage oder mache. Und dann kriegen die auch eine Antwort drauf. Und ich glaube, das gefällt denen. Die wollen nicht unbedingt alle nach vorne geschrien werden in einem Wettkampf, sondern die möchten während der Zeit zwischen den Wettkämpfen, glaube ich, gut betreut werden. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich erfülle. Naja, genau. Und das habe ich dann auch bei dem Triathlon gemerkt und war ja bis dahin auch noch beruflich eingespannt und hatte auch 2012 mehr oder weniger einen Trainerauftrag im Bereich Rettungsschwimmen, wo dann auch meine Damen nochmal deutsche Meisterin wurden. In der offenen Klasse auch. Und dann habe ich mich aber aus dem Bereich Rettungssport komplett verabschiedet. Bin dann auch ausgeschieden aus dem Landestrainerteam dort und habe mich dann ganz auf den Triathlon konzentriert und habe dann auch da die die Trainerscheine angestrebt. Auch mit Rookie-Projekten und sowas. Und das hat richtig Spaß gemacht. Weil so dankbare Augen, ne? Der Begriff, der sagt ja wahrscheinlich auch einiges, Jörg. Klar. Die mal so ihre Ziele erreichen und dann so irgendwie, wie heißt das, wenn bei denen die Tränen laufen, den Teilnehmern, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, ja, ein geiles Gefühl. Da freut man sich mit und da habe ich viel mehr von, als wenn ich selber mal irgendwie nur eine gute Leistung gemacht habe und ist schon erfüllender. Ja, so bin ich Ja. zum Sport gekommen. Fantastisch. Du hast ja auch viel Lob bekommen auf Facebook diese Woche. Irgendwie ist ja deine Woche. Haben wir Ja. dich vorgestellt als Trainer und deine Tipps und so. Da haben viele deine Athleten sich sehr positiv schon geäußert. Wie beste Trainer der Welt und so. Finde ich toll. Also ich glaube, du hast da eine ganz gute Connection zu deinen Athleten. Ja, also glaube ich auch, wobei das immer auf beide ankommt. Ne? So sind eben auch Athleten, die
greifen einen auch ab. Ne? Also die wollen das Wissen auch übertragen auf ihr Handeln. Und deshalb manchmal habe ich so ein paar Sachen drauf. Ich meine, ich habe jetzt auch schon, weiß nicht, über 40 Jahre Erfahrung da drin. Manchmal so Tipps oder man sieht das auch, wo die sich erstmal sehr schnell verbessern können. Und wenn die dann den ersten Kick bekommen, dann vertrauen sie schon mal und der Rest ist dann einfach Kontinuität, ne? Und dann verbessern die sich eben. Ja. Und dann freuen sie sich und dann ist das schön. Aber mit dieser Facebook-Frequenz und auch von diesen Rückmeldungen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich eigentlich gar nicht so vertreten bin auf Facebook. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Danke nochmal an alle, die auch da geliked haben. Auch von vielen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Auch hier nochmal Dankeschön, Frank, ihr euch. War schon toll. Ja, habe ich mich gefreut. Ja, das ändert sich ja jetzt mit Facebook ein bisschen. Ja. Auch heute live, wahrscheinlich auch das erste Mal so für dich. Vielen Dank schon mal für deine Zeit an der Stelle. Lass uns mal darüber reden, was du nächstes Jahr vorhast. Wir haben geplant ein Trainingslager Ende April, ein 50 plus Triathlon Camp. Ja. Wie kommst du zu der Idee? Was hast du vor? Ja, genau. Also bei 50 plus, so heißt das ja, das heißt ja nicht, dass die unter 50 ausgeschlossen sind, sondern im Grunde da steckt ja hinter 50 plus eine andere Aussage. Sondern ich merke, ich versuche das mal so mit Bildern zu umschreiben. 50 plus bedeutet, ich bewege mich nicht mehr so in den 30er Jahren, also dass ich 30 bin und voll leistungsfähig, keine Verletzung, keine Wehwehchen und so, sondern bei 50 plus ist das ja häufig schon so, man hat so seine Zipperlein, die ein oder andere Einschränkung, es fällt schon wieder schwierig, so an alte Leistung, und damit meine ich nicht an Leistung von vor 20 Jahren, sondern wenn man so 2, 3 Monate Trainingspause hatte, da wieder irgendwie anzuknüpfen, da wieder hinzukommen. Ich merke, mein Körper verändert sich so ein bisschen, er braucht einfach mehr Regeneration und diese Themen, die möchte ich ganz gerne mit in diesem Camp aufgreifen. Das heißt, ich möchte aber auch da die Chance geben, nochmal so an seinen Techniken zu arbeiten. Das heißt, einfach ökonomischer sich zu bewegen, ob das jetzt im Laufen, beim Schwimmen ist, aber auch vielleicht beim Radfahren. Wenn ich so sehe, wie einige die Berge hochkarzen und sich da völlig verausgaben und dann sind sie oben oder gerade oben und sind dann platt und dann ist der ganze Triathlon schon fast gelaufen, dass ich da auch so ein bisschen drauf einwirken kann oder Tipps geben kann, wie man einfach ökonomischer so Distanzen schafft, weil da verändert sich schon einiges im Organismus. Für mich ist aber auch eine Sache nur wichtig. Das heißt, gerade wenn so Wehwehchen da sind, damit meine ich, oh, meine Schulter, die macht nicht mehr so mit, oh, ich habe Probleme immer mal wieder mit dem Knie oder oh, die Hüfte, der Rücken. Ich will nicht sagen, ich bin kein Physiotherapeut und kein Arzt. Aber okay, ich habe zu Physios habe ich ganz guten Draht. Aber ich möchte dann ganz gerne in Abstimmung mit deren Ärzten und auch Physiotherapeuten sehen, dass wir so ein Trainingslager dann auch gut gestalten und dass sie nachher wiederkommen und sagen, es hat was gebracht. Und ich fühle mich wohler. Ich will nicht sagen, die Schmerzen sind weg, aber ich kann auch jetzt mit dieser Situation ganz gut umgehen. Und vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Tipp bekommen, dass mein Knie eben nicht mehr wehtut. Ich denke zum Beispiel ans Laufen, dass man eben versucht, mehr höherfrequentig zu laufen, anstatt irgendwie zu versuchen, große, lange Schritte zu machen und die vielleicht noch alle über die Ferse abzurollen. Ja, das sind ja eigentlich so normale Sachen, die wir als Trainer kennen, aber die viele von den Camp-Teilnehmern einfach noch nicht so drauf haben und nicht so kennen. Und das möchte ich Ihnen auch gerne vermitteln. Nicht nur einfach sagen, wie es ist. Also, ne, das kann man ja auch nachlesen, aber wie es halt vom Bücherlesen ist man noch nicht besser geworden. Ich habe schon 3 Tennisbücher gelesen, aber kann immer noch schlecht Tennis spielen. Ja, also das heißt, man muss angeleitet werden, wie man, ne, den Fußaufsatz macht, vielleicht auch ein paar hinführende Übungen dazu macht, vielleicht auch erstmal eine gewisse Art von Körperstabilisierung macht und alles, was dazugehört, ne? Und da hat man in so einem Camp Wahnsinnsmöglichkeiten, ne? Ja, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen längere Sendung Oh, heute. ich Es lasse dich sind sehr gut. viele, na, macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Es sind sehr viele richtige Themen auf jeden Fall dabei. Das eine ist halt der Körper oder die Idee ist halt wirklich, wie du sagst, Eltern werden Athleten oder fit im Alter. Das 50 plus ist einfach ein markanter Begriff, das war so aus Marketing-Sicht so gewählt, angesprochen fühlen können sich auch Leute schon ab 40 oder deutlich über 50. Ja, also da sind jetzt keine Grenzen, dass man ein bestimmtes Alter haben muss, sondern dass der Titel soll eben
den Athleten oder den Teilnehmern signalisieren, dass wir uns in diesem Camp ein bisschen mehr auf das Thema älter werden und Sport eben konzentrieren, wie du das jetzt gerade schon gesagt hast. Das eine sind halt natürlich, dass im zunehmenden Alter Beschwerden auftreten, dass mal was wehtut oder dass Verspannungen da sind, der Rücken Probleme macht, die Gelenke und so weiter. Da muss man unter Umständen besonders drauf Rücksicht nehmen. Oder was ich halt als Erfahrung auch als Trainer habe, ist, dass viele im Triathlon zwar viel trainieren, auch wenn die älter werden, aber sich hauptsächlich auf Schwimmen, Laufen und Radfahren konzentrieren und das Athletiktraining weglassen, weil das ist halt lästig. Lieber eine Stunde mehr auf dem Rad, als dass man mal dehnt oder mal ein bisschen kräftigt, ne? Und ich merke selber auch, ich werde ja auch älter, deswegen kam ja auch so ein bisschen die Idee mit 50 plus bei mir auf. Bei mir ist im November soweit. Ich merke halt auch mit zunehmendem Alter, dass halt mal der Rücken wehtut oder die Gelenke nicht so wollen. Und ich merke aber auch, dass morgendlich kurzes Dehnen, muss nicht viel sein, 10, 20 Minuten, regelmäßig oder ein bisschen Kräftigungsübungen eben Wunder tun, dass man eben vielleicht doch ohne Schmerzen nach Hause fährt. Nicht dauerhaft, ne? Ich kann jetzt einmal dehnen und ein bisschen Stabi machen und spüre dann, dass ich stehe vielleicht mit Rückenschmerzen auf und nach dem Programm merke ich, die Schmerzen sind weg, ich bewege mich freier. Und mit dieser Erfahrung geht man nach Hause und kann das dann weitermachen. Das ist natürlich, wenn ich das dann wieder einstelle, kommen die Schmerzen wieder, ne? Vielleicht schon nach dem Schlafen am nächsten Tag. Aber ich habe dann gelernt, was für Übungen mir helfen, eben, dass es nicht mehr wehtut. Dazu möchte ich eine kleine Empfehlung noch aussprechen. Du hast ja so eine 50-Plus-Aktion da laufen, die auch über WhatsApp geht. Und du hattest auch ein paar kleine Videos aufgenommen. Also klein heißt Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn man die alleine schon macht, wird man regelmäßig machen natürlich und regelmäßig über 3 Wochen, wird man schon Veränderungen feststellen, positive Veränderungen. Das kann im Alltag sein, dass man sich plötzlich viel besser wieder drehen und wenden kann. Das merkt man beim Treppensteigen, das geht leichter. Oder auch bei den Triathlon-Sportarten, dass man eine bessere Wasserlage hat, dass man stabiler läuft und vielleicht deswegen auch schon schneller läuft, weil der Körper einfach eine höhere Stabilität hat. Kann ich Ihnen nur empfehlen, also die einfach mal zu machen. Ist eine Viertelstunde, die du sogar vormachst, mit Takt geben und so. Man braucht, kann die Augen zumachen und einfach das machen, was du sagst. Ja, vielleicht gucken, wie die Übung ausgeführt wird, aber ansonsten stimmt, ja. Da muss ich mich entschuldigen auch, dass ich das noch nicht wieder weiter fortgeführt habe. Meine Renovierungsbemühungen irgendwie im neuen Haus, die waren doch etwas langwieriger als geplant. Dementsprechend bin ich jetzt erst fertig. Es kommen in Zukunft wieder ein bisschen mehr Videos auch in der Richtung. Auch zur neuen Saison, wenn es ein bisschen kühler wird und ich hier nicht mit jeden Tag 35 Grad und Sonneneinstrahlung zu kämpfen habe, dann ist auch für mich ein bisschen angenehmer, Videos aufzuzeichnen. Aber es ist ja schon anstrengend, das alles vorzuturnen. Ja, aber die 3 haben wir schon mal und die sind gut. Und ja, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr. Kann ich schon machen. Also ich wollte es nur sagen, kann jeder damit schon mal anfangen. Genau, also einfach Roche Sports and Travel bei YouTube suchen und dann könnt ihr die Videos da finden und mitmachen. Ansonsten Themen, die natürlich mit dem Alter kommen, ist ja, dass man eben die alte Leistungsfähigkeit nicht mehr herstellen kann. Es ist ja nicht nur die längere Regeneration, sondern es ist auch tatsächlich so, dass ich an Leistungsfähigkeit verliere. Das ist einmal die Sauerstoffaufnahme und das andere ist die Muskelkraft oder die Muskelmasse. Ja, das sind 2 entscheidende Faktoren. Lass uns bei der Muskulatur anfangen, weil wir gerade mit den Krafteinheiten da waren. Ja, es ist tatsächlich so, dass man eben ab dem 30. Lebensjahr statistisch alle 10 Jahre ungefähr 3 Kilo Muskelmasse verliert, wenn man einen normalen westlichen inaktiven Lebensstil führt. Ja. Mhm. Ein Triathlet, ein Aktiver wird vielleicht ein bisschen weniger Muskulatur verlieren, aber auch, weil nämlich diese reine Ausdauerbelastung als Trainingsintensität, als Reiz nicht reicht, um die Muskulatur vollständig zu halten. Ja. Man wird möglicherweise sogar durch exzessives Trainieren Muskulatur abbauen. Und damit einhergeht natürlich auch ein Absinken des Grundumsatzes. Es geht damit einher, dass vielleicht die Gelenke weniger geschützt sind, dass weniger Stabilität da ist und so weiter. Das heißt, ein Bestreben im zunehmenden Alter sollte eigentlich sein, dass man genau das, was man vorher nicht mochte, versucht in sein Leben zu integrieren und Spaß am Krafttraining zu entwickeln. Weil du brauchst einfach Muskulatur,
Das ist das, was wir heute in der Sportwissenschaft wissen. Sorry, wenn ich da dir vielleicht ein bisschen auch was vorwegnehme. Du brauchst Muskulatur und Krafttraining. Umso älter du wirst, desto wichtiger wird es. Und das hat man früher anders gesehen. Da ging es immer darum, Hauptsache Cardio wegen Herzinfarktprophylaxe. Heute wissen wir, das Krafttraining hat viel, viel mehr positive Einflüsse als das reine Ausdauertraining. Ideal ist halt die Kombination. Ja, genau. Hast alles gesagt, gerade. Deswegen machen wir auch Athletiktraining mit da rein, also mit dazu. Und ganz besonders eben auch Rumpfstabilität, die einfach sehr wichtig ist, um die Degeneration auch der Knochen, die werden ja auch nicht mehr so erneuert wie vor 20, 30 Jahren, dass man da einfach stabiler bleibt und dass die Muskulatur auch da eine Menge Stütz- und Haltefunktionen mit übernehmen kann, dass man da nicht nur in den Bändern hängt, ne? Und die allgemeine Lebensqualität, die nimmt damit auch zu, beziehungsweise erhält man sich die, ne? Also schon wichtig. Und was du gerade sagtest hier. Wenn wir jetzt mal weit über 50 plus hinaus denken, also mein Ziel von der 50 plus Aktion und auch von diesem Camp ist ja gar nicht mehr unbedingt den Wettkampf im Fokus. Natürlich gibt es noch Athleten über 50, die ambitioniert Sport machen. Die wollen wir natürlich auch unterstützen, sowohl mit dem Training als auch mit den begleitenden Dingen, auch prophylaktisch helfen, dass man eben stabiler ist, schneller wird, ökonomischer wird. Das sind alles die Benefits des spezifischen Athletiktrainings. Aber wenn wir uns das Krafttraining als solches einfach mal anschauen, na, dann sehe ich halt, dass ich mehr Muskelmasse, mehr Kraft entwickle, mehr Trittsicherheit habe. Ich kann weit ins hohe Alter hinein mir ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben bewahren. Das klingt immer so, na, jetzt bin ich 50, vielleicht irgendwann auch mal 60, dann klingt immer noch weit weg. Aber wie viele Leute laufen mit 70 schon mit dem Rollator rum oder brauchen Hilfe und sind eben nicht mehr in der Lage, ihren eigenen Haushalt zu führen oder brauchen da schon eine seniorengerechte Wohnung mit Rampe und Aufzug und keine Ahnung. Und das lässt sich ein Stück weit natürlich vermeiden, wenn ich aktiv lebe. Und aktiv leben heißt in dem Sinne jetzt, dass ich eben Krafttraining mache, weil ich brauche Muskelkraft, um meinen Körper auch im Alter noch vernünftig bewegen zu können. Und das ist auch bis ins hohe Alter trainierbar. Deswegen jetzt nicht sagen, ich habe es früher nicht gemacht, jetzt lasse ich es auch, jetzt erst recht. Ja, fangt damit an, es hilft auf jeden Fall. Ihr werdet das sehr schnell merken, den Unterschied. Ist auch so. Also ich muss hier mal meinen alten Kumpel Josef, er war ein Altersklassensportler, daran denken, er hat immer so tolle Weisheiten rausgehauen. Da habe ich mal gefragt, aber so 83, 84, immer noch aktiver Wettkämpfer, der nahm an deutschen Meisterschaften, Altersklassenmeisterschaften teil, hat die eine oder andere auch gewonnen. Den habe ich mal gefragt, Josef, wie ist das? Warum bist du so fit in deinem Alter und andere nicht? Und da sagte er, weil ich mit 30 damit angefangen habe. Also fit zu bleiben. Und er hat tatsächlich auch mal, er sagte immer seine Freiübungen. Also den Begriff kennt man heute gar nicht mehr, aber der hat tatsächlich auch noch Krafttraining gehabt. Er hat auch zu Hause seine Hanteln gehabt und hat seine Gymnastik gemacht, die ihn morgens gefordert haben. Und dann ging er ins Wasser und hat dann trainiert, ne? Das ist echt eine Ja, wesentliche. also eigentlich kennen wir das ja schon wahrscheinlich von Turnvater, ja, ne? Freiübung, Gymnastik und Turnen und so. Das sind die Sachen, die man früher gemacht hat. Heute heißt das Athletik, Calisthenics und Bodyweight, Workout, wie auch immer. Letztendlich sind das dieselben Begriffe. Es sind auch eigentlich wieder die gleichen Übungen wie früher. Ne? Eine einfache Kniebeuge zum Beispiel kann ein Wunder bewirken, wenn man das einfach jeden Tag macht. Ja? Macht es, ist ein Game Changer. Vielen nicht bewusst, aber das kann ich eben nur empfehlen. Deswegen gibt es auch demnächst wieder Videos auf diesem Kanal zum Thema. Ja, Sauerstoffaufnahme, wolltest du mal? Ja, ganz einfach. Gibt da zwei gute Möglichkeiten, einfach die Sauerstoffaufnahme zu fördern. Einmal hier dieses HIIT-Training und eben auch längere Ausfahrten, also, oder längere Läufe, um einfach die Sauerstoffaufnahme in den Zellen zu erhöhen. Das ist natürlich wichtig, um einfach mal die Leistungsfähigkeit zu erhalten und natürlich auch ja, leistungsfähig zu bleiben. Und spielt auch im Alltag eine Rolle. Das heißt, auch hier wieder dieses berühmte Treppensteigen oder auch mal Wanderung, an Wanderung teilzunehmen. Also solche Sachen, die man noch nicht mal so richtig sportbezogen, sondern einfach freizeitbezogen machen will. Und wenn es auch mit den Kindern oder Enkelkindern spielen ist, da merkt man, man kommt dann viel schneller aus der Puste. Man ist nicht mehr so leistungsfähig, man ist einfach schneller platt. Und da hilft auch dieses Training, entweder dieses HIIT-Training oder eben lange Ausfahrten, um einfach die Sauerstoffaufnahme im Blut zu erhöhen. Ne? Also
Das ist auch ein Zeichen tatsächlich, ob man wirklich altert, also innerlich altert oder auch nicht, ne? Wenn man jetzt so eine Sauerstoffaufnahme hat von 47, ist das eine andere Sache, als wenn man da gerade bei 36 rumhängt. Man wird merken, dass man gar nicht so belastungsfähig ist, ne? Ja, Klar, und das ist halt das gilt in jedem Alter übrigens, ne? Wenn ich jetzt mit 30 aufhöre, Sport zu machen, habe ich eine bescheidene maximale Sauerstoffaufnahme. Und wenn ich dann mal irgendwie hinterm Zug herrenne oder einen Berghof marschiere oder Treppen steige, dann komme ich schneller außer Atem. Das gilt immer. Das Spannende an dem Thema ist ja, dass, oder auch ja doch für uns jetzt vor dem Hintergrund 50 plus, dass eben die maximale Sauerstoffaufnahme mit zunehmendem Alter ja, die geht runter. nachlässt, sie geht runter. Ja. Wir haben eine Entwicklung bis 30, 35 ungefähr und danach geht das degressiv. Jedes Jahr verliert man an Leistungsfähigkeit, egal wie viel man trainiert und was man macht. Man wird die Fitness, die man in der Jugend mal erreichen konnte, nicht bis ins hohe Alter konservieren können. Deswegen haben natürlich auch Profisportler ein Verfallsdatum. Ne? Die können nicht ihr ganzes Leben Profisport machen, sondern halt in jungen Jahren erfolgreich sein und irgendwann ist dann ein Limit erreicht. Und das liegt eben daran, dass die Prozesse im Körper langsamer werden und nicht mehr so ideal funktionieren. Aber der entscheidende Unterschied ist, man kann das eben ein Stück weit aufhalten und verlangsamen, wenn man eben aktiv lebt. Das eine war das Krafttraining und die Muskulatur und vor allem auch die Kraftfähigkeit. Und das andere ist eben die konditionelle Fähigkeit, die kann man über die Sauerstoffaufnahme messen. Na, du sagst 36, 47 und so weiter. Sag mal an, du hast jetzt mit 35 eine 47er Sauerstoffaufnahme maximal erreicht. Dann wirst du Schwierigkeiten haben, mit 60 diesen Wert erreichen zu können. Du verlierst, wenn du nichts mehr machst dran, pro Jahr 1 bis 1,5% deiner Leistungsfähigkeit, was die Sauerstoffaufnahme angeht. Und das ist dann, kumuliert sich, ist dann 30 Jahre später richtig viel. Dann kriegst du gar nichts mehr gestemmt. Und man kann das eben verlangsamen, indem man trainiert auf 1% bis 0,7 oder sogar bis 0,5, also dass man nur ein halbes Prozent an Leistungsfähigkeit einbüßt, wenn man, und das ist das Entscheidende, weiter intensiv sich belastet. Dass man früher mal gesagt hat, ja bloß, ich bin schon alt, nichts Intensives mehr. Das ist genau der Fehler, den viele machen, dass man eben in der Komfortzone bleibt. Ja, es ist besser als nichts zu machen, wenn man locker joggt und gemütlich was macht. Aber die wirkliche Verbesserung kommt eben dadurch, dass man eben weiterhin intensive Intervalle macht. Ja, das muss jetzt nicht jedes Training sein, aber ein, zweimal in der Woche eine hochintensive Belastung darf durchaus dazugehören. Und dann kann man eben diesen Verfall oder diesen Abbau deutlich verlangsamen und bleibt viel länger fit als andere. hier noch vielleicht ein Hinweis: Man kann das bei sich selbst auch sehen, ob das funktioniert hat. Die meisten haben ja irgendwie so Garmin oder Polaruhren. Die meisten will ich jetzt nicht sagen, aber doch viele. Und Garmin wirft das dann nachher nach so einer Laufeinheit oder nach einer Intervalleinheit auch manchmal dann raus, dass eben dieser Erfolg stattgefunden hat. Vielleicht können jetzt die Zuhörer oder Zuschauer dies jetzt auch noch mal besser einordnen, dass sie dann eine erfolgreiche Trainingseinheit hinter sich gebracht haben, wenn die Garmin dann eben sagt, so V2 Max ist gesteigert auf und dann gibt es ja einen Wert. Genau. Das ist auch eine Sache, die aufgezeichnet wird und die man eben auch selbst ja, nachvollziehen kann an der Aufzeichnung. Ja, wie genau diese Daten da sind, weiß ich immer nicht so 100%. Bei manchen stimmt das, bei anderen nicht. Es kommt aber an, wie gut die Rahmenwerte sind, die man sonst einträgt, ne? Also maximale Herzfrequenz und die Körpergewicht, Körperzusammensetzung und so weiter, Alter. Die ganzen Daten muss man im Profil hinterlegen. Umso detaillierter und umso besser man das ausfüllt, umso genauer das ist, desto präziser kann der Algorithmus das bestimmen. Bei manchen liegt es halt daneben. Dann sind vielleicht die voreingestellten Angaben nicht so gut. Sagen wir mal so, selbst wenn er um 2 abweicht, also Garmin gibt eine 47 an und ich sag Ich mal habe für mich eine Progression. Also was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob die, wenn man die im Labor nachmisst, ob die 100% stimmen. Aber du hast für dich natürlich einen Kontrollwert. Ich trainiere jetzt genau. immer und dann kommt dann ein Wert raus und dann steht da eine 40. Okay, habe ich jetzt beim Laufen 40. Und wenn ich dann mal 6 Wochen trainiere und dann sagt die Uhr plötzlich 42, dann weiß ich auch,
über einen Algorithmus, der das Training getrackt hat, dass eine Verbesserung stattgefunden hat. Ich sollte das idealerweise natürlich auch spüren, dass ich jetzt, dass es mir leichter fällt und vielleicht auch schneller laufen kann. Aber so habe ich eben schwarz auf weiß den Beleg, da ist was passiert. Und das ist immer gut, wenn man für Training belohnt wird, natürlich. Ja, so in diese Richtung geht das. Also der Wert muss jetzt nicht medizinisch hundertprozentig stehen. Da sage ich ja mal den Sportärzten, sondern einfach, dass man persönlich so eine Latte hat und man sieht, war ich jetzt drüber oder drunter? Oder wie verändert sich diese Latte? Geht die immer weiter nach oben und nach unten? So wie es gerade gesagt hast, dass man einfach sieht, da findet Entwicklung statt. Und da ist der absolute Wert, der da steht, der ist jetzt nicht so unbedingt wichtig, sondern die Tendenz, ob es nach oben oder nach unten geht. Genau. Aber manche Uhren machen das schon recht genau. Also wenn die Werte, die Rahmenwerte gut eingestellt sind. Abschließend nochmal, du hast das vorhin schon mal angedeutet, für wen ist unser Camp-Angebot gedacht? Was muss man als Voraussetzung mitbringen? Sowohl sportlich als auch wie auch immer. Ja, also sportlich sage ich mal, man sollte schon Fahrradfahren gewohnt sein, möglichst auch mit dem Rennrad vertraut. Also wir werden dann nicht die Zeit haben, jetzt nochmal so eine Rennradgewöhnung zu machen. Habe ich auch schon mal in einem Camp erlebt, so nach dem Motto, ich sitze jetzt erst einmal auf dem Rennrad. Das reißt natürlich, weil wir auch in kleinen Gruppen arbeiten, so ein bisschen dann die Gruppe auseinander. Also man sollte schon Rennrad kennen und fahren. Man sollte vielleicht, weil wir ja auch am 23.04. starten, sollte man auch in dem Jahr schon mal gefahren sein. Man muss jetzt nicht, Gott weiß, die große Touren gemacht haben, aber man sollte einfach schon mal wieder auf dem Rad gesessen haben. Vielleicht so eine Ostertour gemacht haben, dass man sich schon mal wieder auf dem Rad zurechtfindet. Was man mitbringen sollte, gute Laune. Die Erwartung an sich, dass man sich einbringt, dass man auch gerne Rennrad fährt, dass man vielleicht auch gerne ins Wasser will und schwimmen, denn da wird auch ein Schwerpunkt drauf liegen, einfach seine Schwimmtechnik zu verbessern, um einfach ökonomisch schneller zu schwimmen. Und ja, sag mal, dem Grunde nach, nicht zu, wie heißt das, es wird zu diesem Zeitpunkt schon warm sein, aber die richtigen Klamotten zum Anziehen mitnehmen. Ne? Sonst habe ich die Camps dann mehr so im Februar, März. Dann sage ich immer, packt auch mal was Warmes ein auf dem Rad. Es ist an der Küste schon mal immer ein bisschen kühler und dass man dann trotzdem trainieren kann. Aber ich glaube, das braucht man dann im Ende April nicht mehr sagen. Ja, ich denke mal, das sind so die Grundvoraussetzungen. Ja, Nichtschwimmer, die können wir allerdings auch nicht gebrauchen. Also wenn ich sage, wir legen einen Schwerpunkt auf Schwimmen, ihr dürft ruhig Brust schwimmen können, da werde ich sicherlich die Möglichkeit haben, darauf einzugehen. Aber ihr solltet zumindest den Kopf unter Wasser nehmen und auch tauchen können. Dann kriegen wir das auch vielleicht mit Kraulanfänger oder so, kriegen wir dann auch hin. Das ist nicht unmöglich. Aber es sind so eben die Grundvoraussetzungen. Also man sollte Seepferdchen haben oder ein bisschen mehr Freischwimmer sozusagen. Und nicht wasserscheu sein, Lust haben auf Training mit dir, Radfahren schon mal gemacht haben, idealerweise auch in einer Gruppe. Und dann wartet eine tolle Trainingswoche auf die Teilnehmer in Pagera. Ich verlasse mich nicht darauf, dass alle schon mal in der Gruppe gefahren sind. Wir werden das am ersten Radtag auch üben. Also in der Gruppe fahren, wir werden Fahrsicherheitstraining machen, damit ich mich auch absichern kann, wie ihr drauf seid. Und da kann es losgehen. Ne? Und im Grunde nach kriegt man das bei einer guten Disziplin. Und das ist bei den 50-plus-Leuten ja eigentlich häufig doch da. Ne? Dass man sich da einfach in so eine Gruppe einfügen kann und dass man eher vorsichtiger an so Sachen drangeht, als dass man dort zu aggressiv fährt. Aber da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass alle das Alter vor Übermut schützt. Aber ja, irgendwann wird man besonnen, auf jeden Fall mit zunehmendem Alter. Aber das Verständnis ist dann näher da. Ja, und wenn ich noch sage, an jeder Stoppstraße wird gehalten und der Fuß steht auf dem Boden. Auch wenn das einige von dem heimischen Training nicht kennen, das wird man dann einfach kennenlernen und das wird dann auch geahndet. Also dann kommen irgendwie mal so 2 Euro in die Abendkasse und davon wird dann mal irgendwie eine Runde geschmissen. Also das sind so Voraussetzungen, die ich dann auch aus Sicherheitsgründen machen muss oder vorgeben muss, dass sowas dann passiert. Und nachher haben sich alle bisher mal auch dafür bedankt, dass ich darauf geachtet habe. Also sind so Sachen, die wichtig sind, dass wir gut zusammenpassen, dass jeder den Wille hat, sich da eben auch in diese Gruppe einzufügen. Auch die Schnelleren sich zurücknehmen können, wobei die nachher auch merken, oh, das hat mir ganz gut getan, dass jetzt hier nicht geplästert wurde, sondern dass wir ein paar Mal für sie einen ruhigeren Gang drin hatten,
weil sich die Grundlagenausdauer damit auch entscheidend verbessert und, wovon wir auch gerade gesprochen haben, die V2 Max auch gerade davon profitiert. Genau. Ja, vielen Dank, Ludger, für deine Zeit. Jetzt liegt es an euch. Schaut euch das Camp an. Ich werde es gleich verlinken hier unter dem Video. Und ja, ist natürlich Pagera für mich ein Heimspiel. Ich werde da auch mal vorbeischauen und sicherlich auch mal mit Radfahren mit euch. Und Ah, das ist schön. ja, bin gespannt auf die Resonanz. Ich glaube, die wird gut. Also, so wie jetzt auch bei Facebook schon sehr viel Lob gekommen ist. Daumen hoch, wenn es euch gefällt, gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, kommentieren. Wir schauen uns das an und beantworten das gerne. Und ansonsten, ja, meldet euch an. Wir freuen uns auf euch. Ja, ich danke auch und würde mich auf ein Wiedersehen oder überhaupt ein Sehen dann im April freuen. Danke. Bis dann, ciao.